Ein 6-jähriger Junge ist in eine Tierfalle getreten. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeioberkommissar Lukas Becker folgen dem Hilferuf seiner Mutter. Vor Ort müssen die Beamten einen Mann davon abhalten, die Schmerzen des Jungen noch zu verschlimmern. Lass das. Hallo. Hey, hallo. Meine Güte nochmal, ich will doch nur helfen. Die Zange weg. Alles gut? Ach du Schande, nee. Legen Sie mal bitte die Zange weg. Ich will doch nur helfen. Guck doch mal, der Junge hat Schmerzen. Der steckt in so einem Ding da drin. Das ist doch krank. Ja, guck mal. Das ist Gott. Was nehmen Sie denn? Machen Sie das da raus? Die Rettungskräfte sind doch jetzt da. Ist doch alles in Ordnung. Bleiben Sie doch mal ruhig jetzt. Ohne Sagen Sie, wenn die Werkzeug brauchen, ist alles da. Ne? Priorität hat jetzt die Versorgung der Wunde. Eine erste Befragung ergibt, dass es sich bei dem Mann um den Hausmeister der Wohnanlage handelt. Was ist das genau jetzt? Das scheint irgendeine Falle zu sein. Also keine Lebenfalle, sondern eine richtige Schlagfalle, wo der Kleine eben beim Spielen hier höchstwahrscheinlich reingetreten ist. Okay, und was für Spuren habt ihr entdeckt hier? Wir sind gerade dabei, also. So, wir haben einmal Blutanhaftung, Blutspuren hier im Sand. Ja, wilde Fußspuren. Da muss man erst mal gucken, was wir zuordnen Welche, können. Die von hier aus wegführen, aber es sind so viele. Siehst du die hier? Ja, die großen. Eins, hier, ne? Zwei. Die führen direkt geradeaus weg. Ja. Sind das zufällig? Ihre Schuhe sind das wahrscheinlich nicht, oder? Was haben Sie denn? Was haben Sie für eine Schuhgröße? Ich war heute noch gar nicht hier, Mensch. Ich habe die ganze Zeit drin gearbeitet und auf einmal habe ich ein Geschrei gehört. Geschrei. Und ich dachte, komm, was ist da passiert? Da sehe ich den Jungen da mit so einem Metallding am Fuß und ich wollte das einfach nur losmachen. Haben Sie einen Ausweis? Und die Mutter, die rastet völlig aus. Ausweis, scheiße Ausweis, warte mal. Um an Tatorten Abdrücke von Reifenprofilen oder Fußspuren zu erstellen, haben die Streifenbeamten immer Flüssiggips dabei. Der Fußabdruck ist ein erster Hinweis auf den Fallensteller. In den Augen der Mutter ist das eindeutig der Hausmeister. Wir wollten halt ein bisschen spielen. Er ist halt vorgelaufen und dann ist er halt erschreckt und hat Aua geschrien und dann habe ich dieses Teil am Fuß gesehen. Verständlich, wenn man das Ding dann vorne in die Füße reinkriegt. Ja, sowas gehört einfach nicht in den Sandkasten. Ja, selbstverständlich gehört das. Es gehören auch keine Spritzen in den Sandkasten oder sonst irgendwelche Utensilien. Das ist uns schon klar. Aber irgendeiner muss das Ding ja hier platziert haben. Das kann nur also der Hausmeister gewesen sein. Erzähl doch nicht so ein Mist, was soll ich. Wir haben Maden angeblich. Ich habe noch keine einzige Mader gesehen und stellt überall halt seine Fallen auf. Und jetzt hat er vielleicht im Sand vergessen oder extra, was weiß ich. Auf jeden Fall liegt diese Falle da und mein Kind ist verletzt. Polizeioberkommissar Lukas Becker fordert Verstärkung an, um den Tatort zu sichern. Die Beamten wollen anschließend den Keller des verdächtigen Hausmeisters auf ähnliche Fallen und weitere Spuren absuchen. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz entdeckt dabei einen wesentlichen Hinweis. Hier, das ist meine Lebenfalle für den Maler. Guck mal da rein, ja. Und das sind hier noch ein paar Mäusefallen. Ja. Aber doch nicht sowas. Ey. Bitte die Zange weglegen. Haben Sie weitere Kellerräume zur Verfügung für Ihre Hausmeistertätigkeit? Nee, ich habe jetzt nur einen Kellerraum, das ist der hier, ne? Guck mal hier. Und das sind die Mieterkeller. Wo Sie jetzt sind, sind Mieterkeller, würde ich Sie auch bitten, da nicht irgendwie aufzumachen. Ich habe keine Ahnung. Gehören Ihnen die Stiefel? Kennen Sie nein, die? Nein. An dem Gummistiefel haftet die gleiche rote Farbe wie auf der Falle. Die Beamten fordern den Hausmeister auf, sie zu dem Besitzer der Schuhe zu führen. Doch der Mieter verweigert sich der Polizei. Guten Tag, die Polizei. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Weiß ich nicht, sie könnte da sein oder er ist mal da, der ist so selbstständig, weißt du? Ja. Mal ist er da, mal ist er nie da oder was, ne? Hier in dem Fall haben wir an einer Tür geklopft bzw. geklingelt, haben uns sogar als Polizisten zu erkennen gegeben. Uns wurde in dem Fall die Tür nicht geöffnet. Muss man nicht. Hier in dem konkreten Fall konnten wir aber auch nicht gewaltsam in die Wohnung rein, weil dafür einfach die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Guck mal da. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal raus. Das ist Frau Immel. Ist das Frau Immel? Ja, das ist Frau Immel, schönen guten Tag. Das ist die Wohnung, wo wir gerade geklingelt haben, ja? Ja, bitte. Warum machen Sie nicht auf, Frau Immel? Wir haben geklingelt und geklopft und haben uns. Bitte? Es steht auch nicht jeder vor der Tür und ruft Polizei. Machen Sie mal bitte auf. Was haben wir denn mit der Polizei zu tun? Jetzt haben Sie mit der Polizei zu tun. Das kann doch nicht sein, wenn die Polizei die vor der Tür steht. Ist Ihr Mann auch da, Frau Immel? Ja. Würden Sie den auch mal bitte rausbitten? Ey, dieser arrogante Unterton, ne? Ja. Unfassbar. Was ist denn hier schon wieder los? Guten Tag, Herr Immel. Polizei. Warum machen Sie die Tür nicht auf, wenn die Polizei vor der Tür steht? Warum? Da kann doch jeder klingeln. Muss man jedem aufmachen. Ja, ruft jeder, der klingelt, bei Ihnen Polizei? Ach, hier den ganzen Tag Spektakel im Haus, die Kinder spielen auch, was. Ja, was glaubst du, dass hier überhaupt los ist? Folgendes, wir haben gerade auf dem Spielplatz ein kleines Kind gefunden, der in eine Falle reingetreten ist, hat sich im Fuß fürchterlich verletzt. Ja, und was können wir denn jetzt dafür? Suchen wir. Wir an der Fahrt sind wir auch noch. Klasse. Genau. An der Falle war rote Farbanhaftung feststellbar.
Haben Sie beruflich, hobbymäßig irgendwas mit Farbe zu tun? Ich bin Malermeister, ja, ich habe ein Geschäft. Ja, dann macht das auch auf jeden Fall Sinn mit der Farbe. Okay, wir haben einen Gipsabdruck gemacht. Wir würden gerne Ihre Stiefel auf jeden Fall damit vergleichen. Können machen, was Sie wollen. Hast du? Fakt ist, alle Indizien sprechen dafür, dass der Mieter und nicht der Hausmeister die Falle ausgelegt hat. Das Motiv für die rücksichtslose Tat ist noch unklar. Das verdächtige Ehepaar macht der Mutter des verletzten Jungen Vorwürfe. Der Gartenzwerg ist hier runtergefallen. Okay, hat auch keiner was gesagt. Folgendes, ne? Wir kommen jetzt noch mal vor Ihre Tür und würden uns dann freuen, wenn Sie die Tür aufmachen, okay? Ach, muss das sein? Definitiv, ja. So, Sie bleiben kurz hier. Ja. Das ist ein altes Erbstück von der Familie. Ja, von da unten. Da hat mein Sohn nichts mit zu tun. Ja, sicher. Spielt mit dem Fußball rum. Die Polizisten vermuten, dass sich der Mieter für die angebliche Beschädigung des Gartenzwergs an dem Sechsjährigen rächen wollte. Der Vergleich des Gipsabdrucks mit dem Gummistiefel ist nun entscheidend. Kommen Sie mal her, ich will Ihnen das mal zeigen hier. Ja? Wir haben einen Gipsabdruck gemacht und dieser Gipsabdruck, sehen Sie das hier an der Seite? Ja. Das ist Zufall. Ja. Ja, das ist Zufall. Die gibt es auch auf Schleuderpreise im Baumarkt. Da kann man jeder rumrennen. Also passen Sie auf jetzt. Ich erkläre Ihnen das jetzt mal Folgendes. Ja? Es kann nicht sein, dass Sie wegen einem Erbstück vermeintlich riskieren, dass kleine Kinder eventuell Füße verlieren. Das kann einfach nicht sein. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja, doch. Ach, der hat doch nur das gekriegt, was er verdient hat. Ja, gekriegt, weil wissen Sie, was passieren hätte sollen? Wegen so einem blöden Zwerg? Ja, das ist ein Erbstück. Ist das jetzt? Ein Erbstück. Aber es steht also, ja schließlich noch. Das kann man reparieren. Ein Kind das nicht. Ist kaputt, das habe ich geklebt. Ja. Sie haben jetzt beide den Status eines Beschuldigten. Einer Straftat. Ja? Ja. Schwere Körperverletzung, etc. Sie müssen jetzt nichts mehr dazu sagen, Sie können sich einen Anwalt nehmen, aber eine richtige Belehrung wird noch auf der Wache folgen, weil Sie kommen nämlich beide mit uns mit. Ja. Alles klar? Für was dann? Wie für was? Der Kollege hat sich doch gerade erklärt, beschuldigt. Eben von der Arbeit, was soll das dann? Die wissen gar nicht, ich verstehe die Situation. Nur die Plagen. Nein, und raus. Ja. Ja. Wollen wir das auch mitnehmen? Wir nehmen das auf jeden Fall auf. Modus operandi. Ja, das ist ja unser Motiv. Weitere Ermittlungen ergeben, dass das Mieter-Ehepaar gemeinsam gehandelt hat. Beide werden wegen gefährlicher Körperverletzung belangt. Zudem wird geprüft, ob gegen den Mann ein Verstoß gegen das Waffen- oder Tierschutzgesetz vorliegt. Die Wunde des kleinen Jungen verheilt ohne Folgeschäden. Er hat sich von dem Schrecken erholt.